Ja, schon traumhaft schön. Und Nadine und ich, wir haben gerade auch geschwelgt. Fasziniert von diesen bunten Bonbonfarben und den tollen Bonbons. Aber das ist auch ein Traum, was du machst. Ist nämlich, man kann sagen, du lässt einfach die Sonne aufgehen mit Lavendel. Ja, und das Tolle daran ist halt nicht nur die Farbe, sondern auch der Duft. Mhm. Also ich liebe Lavendelduft. Wie bekommt man es denn genau so hin? Eigentlich ist es wirklich wenig Material und sehr einfach. Nur man braucht etwas Zeit, wie immer bei schönen Sachen. Ich habe jetzt hier mal so eine Unterform. Das war früher mit frischen Blüten gefüllt. Also der Schwamm war früher nass. Das ist ausgetrocknet, dann kann man den auch nicht mehr verwenden. Der wird nie mehr nass. Mhm. Aber man kann ihn zum Beispiel jetzt für unsere Lavendelsonne verwenden. Weil die sind getrocknet. Die trocknen jetzt ein, mhm. Genau. Gibt es in allen Größen. Wir machen jetzt hier drunter, das ist jetzt wirklich so ein großer in dieser Sonne hier vorne. Aber wir machen jetzt mal zum Zeigen eben einen etwas kleineren. Weil das muss man sagen, dazu braucht man schon wahnsinnig viel Lavendel. Ja. Und, du sagst aber, man kann jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ihn auch schon pflücken, das macht sogar Sinn. Ja, also wenn man jetzt schneidet, dann hat man vielleicht das Glück, dass noch eine zweite Blüte kommt. Und das macht überhaupt nur Sinn, wenn man wirklich jemanden hat, der einem Lavendel schenken kann oder wo man schneiden darf. Oder wenn man selber Lavendel hat, weil so ein Büschelchen jetzt, wenn man den kaufen würde, wären so circa 8 Euro. Und da geht schon wirklich richtig was drauf. Und das sind viele Büschel, die jetzt kommen. Das sind viele, ja. Und die müssen wir uns auch alle handfertigen. Und zwar, indem wir den Lavendel erstmal vorsortieren. Das heißt, wir nehmen dann Köpfchen an Köpfchen. Das ist noch ganz frischer, wie man an der Farbe sieht. Der ist ganz frisch. Ich kann sie mal den anderen nebendran legen. Schau mal, der ist jetzt schon 2 Tage alt. Da habe ich nämlich die Sonne gemacht. Der lässt schon die Farbe ganz deutlich nach. Das kann man, glaube ich, ganz schön sehen. Aber frisch ist er natürlich dann noch duftintensiver auch. Apropos, wo hängst du ihn hin? Wegen des, das ist eigentlich ein schöner, beruhigender Duft. Also es mag nicht jeder. Also wer es nicht mag, der braucht mit Lavendel gar nicht anfangen. Aber ich mag es sehr, sehr gerne. Und ich würde mir sowas zum Beispiel auch ins Schlafzimmer hängen, übers Bett, weil es einfach wirklich auch hilft, einzuschlafen. Mhm. Tatsächlich. So, ich habe mir so ein Stückchen Rebdraht abgeschnitten. Und den wickel ich jetzt hier unter mein Lavendelköpfchen rum. Und verzwirbel das Ganze, also wirklich direkt unter der Blüte. Und so entstehen dann eben jetzt diese einzelnen Büschelchen. Alles, was übersteht, wird abgezwickt. Und da muss man sich dann schon, je nach Sonne, halt dann eben dementsprechend viele machen. Und dann geht's los. Du hast jetzt hier deine Unterform. Jetzt nimmst du mal Maß. Das Büschelchen, also praktisch diese Stelle mit dem Draht, soll genau da hin, wo der Schwamm aufhört. Und jetzt schaust du zur Mitte hin. Aha, ich brauche noch ein kleines Loch oder eine Öffnung in der Mitte. Das wisst ihr genau, das kann man sehen. In der Mitte bleibt ja ein Loch übrig für die Sonne. Da bleibt ein Loch übrig. Das hat auch einfach den Sinn, dass nachher dann die Wand dahinter noch zum Vorschein kommen soll. Und dann wird das Ganze hier angelegt. Und dann hat man hier diese Patenthaften, nennt sich das bei uns Floristen. Und mit denen steckt man das dann so fest. Das heißt, die Vorbereitung dauert einen Moment, bis man alles so in Büscheln zusammen hat, aber dann geht es relativ zügig weiter. Dann geht es eigentlich wirklich sehr zügig weiter. Ich zeige jetzt mal nur so einen kleinen Ausschnitt. Ich nehme jetzt mal hier 3, so in der gleichen Länge. Mhm. Und jetzt, um diese Strahlen von der Sonne zu kriegen, muss ich das Ganze abstufen. Das heißt, die nächste Reihe mit meinen Büscheln, die wird etwas nach hinten gezogen. Man sieht auch immer noch den Schwamm. Und damit ich den nicht mehr sehe, lege ich jetzt genau hier dazwischen in die Mitte den zweiten Büschel. Und auch der wird dann wieder mit einer Hafte festgestellt. In wie vielen Stufen würdest du es insgesamt machen, diese Strahlen? Also ich habe jetzt 3 Stück gewählt, weil ich das eigentlich ganz schön fand. Natürlich kommt es auch immer auf die Größe der Sonne an, wie groß man das Ganze macht. Also ich zeige jetzt noch hier die letzte Stufe. Da brauche ich jetzt auch nach Zeit noch eine längere Nadel, weil wie du siehst, jetzt habe ich hier ich habe hier keinen Schwamm mehr. Also muss ich jetzt mit so einer langen, das nennt sich Efeunadel, muss ich jetzt hier rein und dann so schräg nach vorne stecken. Und dann bekomme ich das Ganze noch fest. Und dann wird das Loch eben in der Mitte, das habe ich jetzt vergessen, immer noch mal schön nachgeschnitten. Da kann man auch eine ganz normale Bandschere nehmen. Und so gehst du einfach reihum dann vor. Und dann hast du eben nach ein bisschen, also sage ich mal 3-4 Stunden, dann eben so eine schöne Sonne. Noch ein bisschen, 3-4 Stunden. Aber das ist auch toll, das lohnt sich ja auch. Und ja, wie gesagt, hat man viele Jahre. Also der verblasst zwar etwas, aber den kannst du wirklich 2-3 Jahre hängen lassen. Oh Gott, ja. 2-3 Jahre gut schlafen und dann wieder neu anfangen. Genau. Nadine, ganz, ganz lieben Dank dafür.